Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, wie sich mein 1 Liter Mini-Aquarium hier so entwickelt hat. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir nun einmal hier hereinschauen werden. Und zwar wollen wir hier doch einfach einmal hereinsehen und beobachten, was wir so erkennen können. Und zwar zum einen fällt auf hier meine Bepflanzung, die sich fast ausschließlich auf diesen riesigen Moosball beläuft, der auch schon an Größe zugelegt hat, sowie hier etwas Wasserpest. Und wir können vielleicht sogar erkennen, dass hier unten ein weiterer kleiner Sprössling der Pest herauswächst. Und im Großen und Ganzen hat dieses Aquarium hier eine ziemlich kleine Höhe, das kann ich nur erwähnen. Das Volumen ist auf jeden Fall circa 1 Liter. Und genau, das also zum Volumen. Und hier oben schwimmt auch eine schöne kleine Bonsai-Mini-Seerose, die, wie ich sehe, an dieser Stelle auch etwas abgeknabbert ist, was merkwürdig ist. Denn hier habe ich ja eigentlich keine weiteren richtigen Fresser, außer eben meinen kleinen Asseln. Bei denen, die wir hier sehen, handelt es sich übrigens um die klassischen Wasserasseln, Asellus aquatus, die sich dadurch auszeichnet, dass sie überaus robust sind, sehr viel Nachwuchs erhalten können und so gut wie in jedem Wasser überleben und gerne am Boden herumasseln, aber nicht wirklich aktiv durchs Wasser schwimmen. Das können sie zwar auch im weitesten Sinne, aber eben aktiv asseln sie lieber herum. Hier waren auch mal zwei oder drei große Exemplare zu Beginn, die inzwischen womöglich das Zeitliche gesegnet haben, aber die meisten sind sie auch gut getarnt und kommen nur bei Dunkelheit wirklich heraus. Das ist also einer der Punkte, weshalb es nicht immer möglich ist, sie alle zu erblicken. Aber was wir sehen können, ist auch, dass, und das kann ich ausdrücklich sagen, ich hier ja auch kein Futter hinzugebe, aber sie sich trotzdem ernähren von dem Wachstum, was wir hier auch sehen mit den Algen, die sich hier gebildet haben zwischen dem Moosball und der Pest. Der Ball an sich ist ja auch kein wirkliches Moos, sondern, vielleicht weiß es der ein oder andere ja schon, ein Algenball aus den Marimo-Algen. Die runde Form entsteht in der Natur aufgrund von Strömungen, aber 100% sicher ist man sich dabei auch nicht, wie sie so perfekt rund werden können. Aber wie erwähnt, die Algen dort kommen unter anderem von dem Ball, der sie quasi anzieht, beziehungsweise sie sich eben dort eben dann überhaupt erst bilden, aber bilden auch kleine Gespinste hier herüber. Die sind aber keinesfalls schlimm im Aquarium, sondern allenfalls eine optische Beeinträchtigung. Außerdem denke ich, können wir erkennen, dass hier immer noch ein Durchblick möglich ist. Mein Mini-Aquarium hier, was ich ohne Aufwand betreibe, steht nämlich direkt am Fenster und wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich sagen, es ist die Westseite, also wirklich viel Sonnenlicht kommt hier nur zeitweise herein und dann auch nur reflektiert von der gegenüberliegenden Scheibe. Von daher, also von der überliegenden Hauswand. Von daher ist es hier etwas, naja, ich will nicht sagen düster, aber das Licht würde hier noch viel mehr Algen zur Folge haben. Und die Beleuchtung, die ihr hier in Form meiner Lampe seht, ist eben nur zum Verwenden, um hier mal ab und zu hereinzuschauen bei Dunkelheit. Also ich denke, diese Faktoren sind unter anderem Punkte, wo ich sagen würde, wenn ich mir kein richtiges Aquarium zulegen möchte, dann wird sowas es hier absolut tun. Denn man hat wirklich keinerlei Aufwand und hat immer was zu beobachten. Schnecken hatte ich ja auch mal drin. Von der einen sehen wir das Gehäuse. Zwei weitere kleine waren hier noch vorhanden, aber die werden sicherlich eventuell hier oben an der Seerose hängen. Oder auf der anderen Seite vom Stein. Vielleicht setze ich auch mal eine weitere hier hinzu, das wäre doch eine schöne Ergänzung, denn in solch kleinen Räumen kann man Schnecken und auch diese Asseln oder ähnliches durchaus halten, aber auf keinen Fall oder keinen Umständen solltet ihr da Fische drin halten, die brauchen nämlich Raum zum Schwimmen und der ist hier halt wirklich begrenzt überaus und in der Tiefe ist es ja auch nur, naja, die Abmessungen zeige ich euch vielleicht bei der nächsten, beim nächsten Video, die genauen. Natürlich bin ich hier ja nicht umsonst, deswegen habe ich mir einen Zollstock besorgt, damit wir es doch nun einmal doch genau wissen können. Und zwar haben wir hier eine Länge von immerhin 21 bis 22 Zentimetern und eine Tiefe, die ist nämlich recht gering hier von, hier können wir es erkennen, 12 Zentimetern in der Höhe und die Tiefe beträgt 9.
Jetzt kann man es nicht ausrechnen, wie das Volumen sich hier beläuft. Vielleicht ist ein Liter etwas zu hoch gegriffen. Für euch rechne ich es aus und schreibe es in die Beschreibung, damit wir es ganz genau wissen. Oder ja doch in den Titel. Damit wir eben auch hier es genau nehmen können. Das ist doch was. Und ansonsten eben zur Pflege kann ich sagen, es ist wirklich recht aufwandslos. Und bietet auch Raum zur Neugestaltung. Zum Beispiel könnte ich gerne mal, wenn ich Lust habe, diese Steine hier durch einen Ast ersetzen. Oder durch die große Krabbe und Mr. Krabbe, der dazu gehört. Aber ich denke, so ist es doch auch schön genug. Von daher kann ich an der Stelle noch kurz anmerken, mein Aquarium, mein Garnelen Nanocube hat eine Länge von 30 cm in jede Richtung. Also womöglich nicht komplett würfelartig, aber 30 cm auf einer Seite auf jeden Fall. Von daher habt ihr da den Vergleich. Das hier sind ja nur knapp 22. Das heißt, eigentlich sehr viel mehr fehlt da auch nicht. Von daher, so ein Gefäß ist wirklich gut geeignet. Ich denke, hierbei handelt es sich um eine Blumenvase oder einen Dekokasten für Sandgemälde, beziehungsweise diese Arten von Bildern, die man so aufschichtet mit schichtenweisen Sand. Aber das hat natürlich verschiedene Verwendungszwecke, universell. Ihr solltet nur darauf achten, dass es wasserdicht ist, wie bei mir. Es wäre theoretisch auch möglich, das in einem schönen Glas, in einem Gurkenglas zu haben, so ein Mini-Aquarium. So wie dieses Gurkenglas hier mit einem Ball drin, der erstaunlicherweise doch sehr viele andere Algen hier gebildet hat. Der ist auf der anderen Seite des Raumes und hat somit mehr. Ich schwenke mal rüber, da ist mein Mini-Aquarium und hier ist mein Gurkenglas. Dann haben wir eben die Erklärung, warum hier mehr Algen sich bilden. Erstaunlicherweise, obwohl der Deckel hier drauf ist, kommt es zu keinem Gammel, aber darüber habe ich in einem anderen Video schon mal geredet und gerne kann ich zu diesem Glas hier auch noch weitere Informationen in einem weiteren Video euch präsentieren. Denn hier sind durchaus die ein oder anderen interessanten Dinge, die wir beobachten können. Aber auch die Garnelen möchte ich euch ganz zum Schluss nicht vorenthalten, die eben nicht unbedingt hundertprozentig für ein sehr viel kleineres Aquarium als dieses geeignet sind, also auf jeden Fall nicht für mein Nano 20 mal 9 mal, was waren es, 12 cm, denn die Garnelen mögen auch gerne Raum zum Herumschwimmen und den haben sie hier auf jeden Fall eher. Und die sind auch etwas gefräßiger als meine Asseln, aber von der Größe durchaus vergleichbar. Ich möchte behaupten, die Asseln können sogar größer werden. Aber das ist ein anderes Thema, denke ich. Der Vergleich zwischen den verschiedenen Krebsarten, Garnelen, Asseln und auch Bachflohkrebsen, die ja durchaus sehr asselartig wirken in der Anatomie, aber Krebse sind, wobei die Asseln ja auch Krebse sind. Ein Spaßfakt zum guten Schluss habe ich noch für euch. Und zwar habt ihr gewusst, dass Kellerasseln eigentlich auch Krebstiere sind. Erstaunlich, nicht wahr? Jetzt wisst ihr es. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit so kleinen Aquarien. Ich persönlich finde ja durchaus auch ein sehr kleines Aquarium kann sehr schön sein, wenn man es artgerecht betreibt. Solche Dinge, wie ihr vielleicht gesehen habt, wie die Kampffische, die manche, ich sage jetzt mal, fernöstlich geprägten Leute in ihren kleinen Cubes auf dem Schreibtisch haben, sind zum Beispiel nicht unbedingt artgerecht, aber das ist ein Thema, da kann man sich drüber streiten. Aber ich hoffe, hier in den Kommentaren gibt es keinen Streit, denn wir können uns doch alle einig sein, ein artgerecht gehaltenes Tier ist das glückliche Tier. Von daher, wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer. Eine Minute haben wir noch, dann sind die 10 Minuten auch voll und ich denke, die Bonusminute nutze ich, um das hier mal zu öffnen und zu riechen, wie es riecht. Das ist kaum zu glauben, es riecht absolut neutral, es riecht minimal pflanzlich, wenn überhaupt, aber es ist absolut kein Gestank. Das kann euch nämlich auch passieren, kann ich an der Stelle sagen, dass Dinge vergammeln, wenn sie kein Licht haben oder
absterbende Materialien sich befinden. Auch bei den Miniteilchen ist es beispielsweise ein leidliches Thema. Die fangen auch nach einiger Zeit vielleicht an, etwas zu stinken. Aber das ist nicht schlimm. Das Stinken bedeutet nur, dass das Ökosystem voll in Ordnung ist. Ihr kennt ja auch diese Bakterien, die man sich ins Aquarium träufelt. Ich will nicht sagen, das ist wahrscheinlich das gleiche wie das vermoderte Zeug in den Teichen, aber es ist durchaus vergleichbar. Vom Geruch her. Und ansonsten kann ich keine definitive Aussage treffen. Aber wir haben jetzt auch unsere 10 Minuten, was doch vielleicht den einen oder anderen freut, eine Minute länger hier Spaß und Unterhaltung und Wissen vermittelt zu bekommen. Und danke für alle, die bis zum bitteren Ende dran geblieben sind. Und die anderen werden diese Erfahrung hier vielleicht im nächsten Video auch noch erfahren. Also von daher, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Aquarianer.